Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Testserver Review. In diesem Video werden wir uns mal den KV85 anschauen. So gesagt, der Nachfolger des KV1S. Den KV1S gibt es natürlich noch, wie ihr noch seht. Der sieht jetzt etwas anders aus. Und ist ebenfalls ein Tier weiter runter. KV85 ist halt jetzt hier Tier 6. Und ja, ich bin gespannt drauf. Wir können uns das Ganze mal kurz angucken, wie das hier jetzt im Stammbaum aussieht. Und zwar erreicht man jetzt sogar die IS-7, indem man vom T28 auf den KV1 und vom KV1 dann hoch auf den Entschuldigung mich auf den KV1S. Dadurch fährt man theoretisch dann, ja, ich will jetzt nicht sagen doppelt, aber man fährt halt zwei Fünfer. Nicht, dass man halt, also in dem Fall geht man halt nicht vom Fünfer auf den Sechser über, sondern vom Fünfer auf den Fünfer und von Fünfer und von dem Fünfer dann auf den Sechser. Und ja, XP-Kosten auf den KV1S sind in dem Fall 10.000, also nicht ganz so viel wie auf die 6er. Da ist es dann 26.000, also um die 25.000. Das ist also nur die Hälfte, könnte man so sagen. Und ja, weil es halt die gleiche Stufe ist. Kommt KV1S auf den KV85 sind es dann ganz normale 28.000, also um die 25.000, wie es halt auf einem normalen 6er letztendlich auch ja ist. Ja, KV85, den schauen wir uns jetzt an. In der Ausrüstung, wie ich ihn jetzt hier drin habe, alles top. Darunter die 122mm D2-5T drauf. Und ja, für 870 HP hat das ganze Teilchen. Bis zu 48 Tonnen schwer, 600 PS, 34 Top Speed, nicht ganz so viel. 30 Drehgeschwindigkeit, 75 Wannen. Panzerung frontal, 60 an der Seite, 60 hinten, 100 frontal am Turm, 90 an der Seite und 90 hinten. Das ist auch noch schon einiges. 90 hinten. Ja, in dem Tier schon etwas. Damage 293 bis 488, Lüstachskraft 131 bis 219, Rate of Fire von 3, Turmdrehgeschwindigkeit von 28, Signalreichweite von 440 und Viewrange von 340. Ja, ich würde sagen, wir starten mal in ein Battle rein und schauen uns das Ganze live an. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier in Game und zwar sage ich das jetzt hier gerade schon zum dritten Mal und langsam verliere ich etwas die Geduld. Ich hatte schon, wie gesagt, zwei Spiele habe ich jetzt schon hinter mir. Das erste war ziemlich gut. Das können wir uns gleich auch da können wir uns die Gefechtergebnisse auch schön angucken. Nur leider war das Spiel wieder so hart am FPS droppen, also ich hatte 70 FPS und in der nächsten Sekunde 20. Das ist einfach extrem nervig und man sieht es auch extrem. Ja, dabei kann es aber nicht spielen. Ja, was will eigentlich dieser Tier? Mein Gott. Naja, auf jeden Fall, das Erste, was mir aufgefallen ist, das Teil hat absolut keine Gun Depression, also eigentlich gar nichts. Damit schon mal überhaupt gar kein Panzer mehr für mich, weil ich es einmal gewohnt bin, in gewisser Weise Gun Depression zu haben und ja, das ist echt sehr wenig. Ich hatte jetzt in jeder Runde, also in jedem von diesen beiden Runden Probleme damit, dass ich da irgendwie um die Ecke gucken wollte und dann gemerkt habe, oh fuck, ich kriege die Wumme ja eigentlich ansatzweise weit genug runter, um den Panzer zu treffen. In der letzten Runde, die war besonders scheiße, muss ich sagen, da bin ich ganze fünfmal an der Front eines T-34s gebounced. Plus zweimal an der Front eines FCMs, die waren beide nicht wirklich angewinkelt. Ich weiß nicht weswegen, aber irgendwie hat es halt nicht funktioniert. Die Wumme hat natürlich auch, ich sag mal, nur 175 Penetration, sollte aber für das Tier auf jeden Fall ausreichen. Und hat es halt in dem Fall irgendwie nicht. Muss man dann halt gucken, da sollte ich mit viel Glück durchkommen. Ja. Was natürlich ist, ist der Damage, der ist immer noch sehr, sehr hoch für das Tier, wie ich finde. Aber ja, Reload mit 15 Sekunden ist ebenfalls ziemlich hoch. Und deswegen, ich finde ihn eigentlich zurzeit ziemlich gut, sage ich mal so. Mir gefällt er. Kann ihn spielen, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr zu stark. Ob er jetzt davor zu stark war, kann man drüber streiten. Aber ich sag mal so, der Reload, den merkt man schon echt ziemlich.
Da bekomme ich wahrscheinlich auch. Doch, vielleicht noch. Yes. Aber was ist, was oft passiert, sind tatsächlich Amurex. Also ich hatte jetzt in der ersten Runde hatte ich, glaube ich, ja, habe ich zweimal, doch, hatte ich einen Amurex und zwei Leute haben gezündet. Also Glück ist immer noch mit dem russischen Panzer, würde ich jetzt zwar fast sagen. Ja, der kommt wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Der hat da übrigens, glaube ich, scheinbar die, doch, der hat auch die größere Wumme, die kleinere Wumme macht noch weniger Schaden. Ja, es gibt halt, wie gesagt, diese Wumme und eine kleinere, oder eine HE-Wumme und noch eine. Nur die Standard-Wumme oder so, die hat halt echt nur 120 Penetration, was halt nicht wirklich so viel ist. Fuck. Ja, schade, dass ich da jetzt sehr einen Meter zurückgefahren ist, ich konnte ihn mal treffen. Da werde ich wahrscheinlich nichts abbekommen. Der haut auch ab, ja. Ja, deswegen, also ich muss sagen, ist wie es ist. Mir macht da persönlich keinen Spaß, weil er halt keine Gunny-Passion hat und diese 16 Sekunden Reload ist. Es ist einfach mir persönlich zu viel, weil der Panzer ist, wie ihr seht, auch nicht so lahm. 34, habe ich ja vorhin vorgelesen, ist Top Speed. 34 fährt er hier auch mal locker. Und ja, Aiming Time und so, das gefällt mir ganz gut. Genauigkeit ebenfalls. Ist halt die IS-3 oder unter anderem eine IS-3-Wumme, nur halt, ja, das ist halt der Reload, der mich da auf jeden Fall so ein bisschen stört, weil der halt schon echt ziemlich hoch ist, wie ich finde. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, wie viel das davor war beim K1S. Kann auch vergessen, weil ich weiß es gar nicht mehr, aber ich, vom Gefühl her meine ich, der war geringer. Warum hat denn der den so früh gesehen und ich nicht? Der hat übrigens hier, genau, der hat die kleine in dem Fall. Nicht die, die ich drauf habe, nicht die IS-3-Gun, sondern die kleinere. Ich glaube, die hat 120 Penetration, wäre mir auf jeden Fall viel zu wenig für das Tier. Weil Tier 6 kommt, denke ich, auch mal Tier 8 und in Tier 8 wird es dann mit den 120 Penetration relativ schwierig. Naja, so, die Runde ist zu Ende, leider nicht wirklich viel machen können, aber ich hoffe, ich konnte euch etwas, wenigstens etwas zeigen. Und ja, 900 Schaden, das ist leider nicht so viel, war auch leider relativ wenig vor meiner Flinte, würde ich jetzt fast sagen, aber naja, passiert. Und ich will mir mal ganz fix kurz nochmal die Wumme anschauen. Aimtime 3,6. Also es fühlt sich wesentlich schneller an. Also das muss ich echt sagen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass die echt so hoch ist. Das ist die, genau, die Standardkanone, genau, das ist die. Vom IS-3, also. Und ja, so, jetzt können wir uns mal kurz das andere Gamepanel angucken. Das war nämlich extrem schön, sage ich mal so. Es war nicht wirklich anspruchsvoll. Die Gegner waren einfach, die ich abgeschlossen habe, nicht wirklich große Panzer oder so. Da ist man auch ganz locker durchgekommen. Master hier, Ace Tanker habe ich in der ersten Runde bekommen, habe ich auch nicht ganz so oft. 2000 Schaden, in dem Fall mit 5 Treffern. Wenn wir das mal vergleichen, hier hatte ich ebenfalls 5 Treffer. Okay, nur 4 sind wirklich durchgekommen. Und ja, also man kann vergleichsweise auch mit 5 Treffern 2000 Schaden machen, also das Doppelte. Und dementsprechend halt, ich sag mal, etwas mehr rausbekommen. Ja, soweit KV85. Wie gesagt, mir gefällt er nicht ganz so gut, weil mir der Reload einfach ein bisschen zu hoch ist für das Tier. Wenn ich mir überlege, wenn dann ein kleiner, schnellerer Panzer halt ankommt, dann kann man da durchaus etwas blöd aus der Wäsche schauen. Gun Impression ist eigentlich auch schon wieder für mich halt, ich persönlich brauche Gun Impression. Der Panzer hat mir eindeutig, oder hat eindeutig zu wenig Gun Impression. Und ja, deswegen. Und ich glaube, ich habe mich da verplappert. Genau, das ist keine HE-Wumme, die er hat. Das ist die 100mm, die schießt schneller, die hat 170 Penetration, also 5 Penetration weniger. 250 Damage. Schießt dafür, ich sag mal, ich glaube doppelt so schnell sind es.
doppelt so schnell und im Grunde doppelt so schnell. Die hatte der Anleger drauf, also die kann man durchaus auch nehmen, und nicht diese, die, ich sag mal, die große. Und ich glaube, wenn ich das Teil jetzt wirklich spielen würde, würde ich tatsächlich die drauf nehmen, weil mir der Reload da besser gefällt. Und in dem Fall auch noch die Aim-Time, die ist da auch nochmal ordentlich schneller. Und wie gesagt, der Reload, den finde ich da hier bei der echt schon ziemlich, ziemlich hart. Und ich meine, ich habe ja auch eine Crew, die ist jetzt nicht so prima, aber die ist irgendwie was. Und ja, beim K1S, wie ihr seht, der sieht jetzt nicht mehr wirklich wie der K1S aus. Und da hat auch nur maximal eine 85 mm Wumme mit 120 Durchschlag und 160 Schaden oder eine HE-Knifte. Die sieht ziemlich lustig aus. Und halt die Standard ist eine 76 mm. Die Hauwitze ist auch nur für den und die 85 mm ist unter anderem für ein KV3. Das können wir uns auch mal kurz angucken. KV3, KV3. Genau, ich glaube, nee, das Standardwurm ist es auch nicht. Genau, ich glaube, das ist die, oder? Oder irre ich mich? Ja, das ist die Kanone hier. Ja. Ist jetzt definitiv nicht mehr der alte KV1S. Dafür gibt es den KV85. Und ihr könnt mir ja eure Meinung mal, was ihr davon haltet, in die Kommentare klatschen. Würde mich sehr freuen, das zu lesen. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.